Oh? Gar keine Weihnachtsmusik mehr. So, SMS. Ray Adams, danke für alles. Leb Wok. Ich hoffe, du bist noch wach. Adams ist gestorben. Ich brauche dich. Leeres Auto. Was ist denn da Feier, was? Ihr könnt rauskommen, die kommen nicht. Es gibt ein anderes Problem. Buonasera. Guten Abend. Hallo, Luis. Hallo. Warum siehst du aus, als könnte ich Lieder in deinen Kopf singen? Kerstin hat gesagt, ich brauche eine Typveränderung. Wir werden hier wohl heute schätzungsweise keinen Kopf sehen. Ich habe gerade ein paar schlechte Nachrichten bekommen und ich weiß nicht, wer von euch das schon weiß, aber Adams ist tot. Was? Ja. Wie ist das passiert? Ich kann dir das nicht ernsthaft erzählen, wenn du aussiehst wie ein Popfilter. Muss ich jetzt mich schon wieder umziehen? Adams ist wohl, hat wohl Selbstmord begangen. Ich kann es ehrlich gesagt selber noch kaum glauben. Hat sich vermutlich am zweiten Weihnachtstag um 21.20 Uhr vom Staudamm gestürzt. Und ich hoffe, dass mich da auch keiner verarscht und irgendwelche Scherze drum macht, denn dass es nichts drüber lachen kann. No, nicht wirklich. Ich habe dieselbe gehört. Die Dennis, die war auch sehr an die Boden zerstört. Er hat mir eine SMS geschrieben und ich war nicht da. Ich hatte mein Telefon aus. Am 26.12. um 21.16 Uhr. Danke für alles. Leb Wok. Waren seine letzten Worte zu mir. Scheiße. Ja, ich konnte es selber nicht glauben. Ich glaube, die letzten zwei Tage wie Falschgeld hier rum, ohne Witz. Er war vielleicht nicht der beste Kopf, aber er war eigentlich im Herzen, war ein guter. Er war einfach ein Freund. Ich brauche kurz für mich. Gewesen bin. Alles gut. Du hättest auch nicht ändern können. Wir haben alles versucht. Ich hätte für dich da sein können. Du hast mir geschrieben, ich war nicht da. Es tut mir leid. Der Abend ist so surreal an mir vorbeigezogen. Der Adams war für mich immer ein Freund. Und er bleibt immer in unserem Herzen. Auch wenn er ein großer Idiot gewesen ist. Wenn er oftmals ein Riesenidiot gewesen ist. Er war ein guter. Aber Adams war für mich nicht einfach nur damals ein Kollege oder jemanden, mit dem ich danach zusammengearbeitet habe, sondern Adams ist für mich immer einer meiner besten Freunde gewesen. Ich weiß, meiner auch. Nicht umsonst hat Adams mich zum Altar gebracht. Du weißt, dass er getötet werden sollte, ne? Wenn du die Hand drüber gehalten hast. Ich habe dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Ich habe Leuten hier einen Spiegel vorgehalten. Ich habe so getan, als wenn Louis sterben müsste, um jemandem zu zeigen, wie es ist, wenn man den Freund von jemandem töten möchte. Ich habe alles dafür getan, dafür Sorge zu tragen, dass er am Leben bleibt. Und jetzt ein paar Tage später gefühlt erfahre ich das. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Grund nicht. Ich höre, dass der Grund sein soll, dass er ein schlechter Kopf ist. Ein schlechter Kopf war. Ich kann es dir erklären. Ich kann versuchen, es dir zu erklären. Das ist kein Geheimnis, dass er seinen Dienst nicht immer so für ernst genommen hat. Aber deswegen springt er doch nicht irgendwo runter. Wie gesagt, ich kann es dir jetzt hier erklären oder ich erkläre es oben allen, wie du möchtest. Die sind lecker. Na dann. Also, verstehen mich alle gut? Sie? Ja. Ich muss dazu ein bisschen ausholen, dass man versteht, wie das Ganze so weit gekommen ist. Ich wurde ins Büro gerufen, weil es Aussagen gab, dass Adams abends im Dienst war und mit einem Kollegen zu Grove Street gefahren ist. Nach diesem Zugriff auf die Grove war noch ein anderer Einsatz und nach diesem Einsatz
hätte Isaac ihn angerufen. Isaac sagte ihm wohl, er hätte was Persönliches zu klären. Er bräuchte einen Rat von einem Freund und einen persönlichen Rat. Und Adams, gutgläubig, wie er ist, gutmütig, wie er ist hingefahren. Und Isaac ging es überhaupt nicht um irgendwas Privates und Persönliches, sondern er wollte wissen, warum die Grove Street da heute eine Durchsuchung hatte und wie das denn sein kann, dass nur die Grove Street eine Durchsuchung hat. Und Adams hat der Grove Street gesagt, dass es nicht nur die Grove betrifft und die doch einfach mal abwarten sollen. Etwas, was niemals hätte rauskommen dürfen. Er hat gedacht, dass Isaac wirklich nur einen persönlichen Rat von ihm will. Und dann ging es wieder nur um Job. Und er sagte, er kann ohne seine Marke nicht. Und ich habe zu ihm gesagt, dass wir das hinkriegen. Irgendwie vertuschen. Dass wir sagen, er wurde gezwungen, die Info rauszugeben. Dass er vielleicht, keine Ahnung, uns zuarbeiten kann, bis wir ihn wieder einstellen können. Und er hat gesagt, dass das alles irgendwie überhaupt gar keine Option für ihn ist. Wir haben so auf ihn eingeredet und wir haben so sehr versucht, ihn davon abzubringen, aber er hat sich so sehr verrannt, dass er korrupt ist, und dabei ist er überhaupt nicht korrupt, dabei ist er einfach nur wahnsinnig gutmütig, und die Grove hat das bis aufs Blut ausgenutzt, dass er letztendlich keine andere Möglichkeit gesehen hat, als vom Staudamm zu springen. Mann. Scheiße. Ich hasse die Grove so sehr. Das tut mir leid. Ich sag das nicht. Bitte, mach keinen Scheiß. Wir kriegen das geklärt. Was, du hast den Eid genauso geleistet, ja, wie wir alle. Okay. Wir bekommen das hin. Machen? Ich werde kein Kopf mehr sein. Wie gesagt, begrenzte Zeit. Wenn überhaupt. Die haben dich gezwungen. Du hattest eine Waffe am Kopf. I don't know, wir kriegen das hin. Nein, das ist aber nicht passiert. Ja, Adams, dann ist das nicht passiert. Na und? Das weiß doch keiner. Da unten stehen alle Kollegen, die echt viel Wert auf dich legen. Die alle wissen, dass du einen geilen Job machst. Mama. Adams, du hast mich zum Altar gebracht. Du bist mein bester Freund. Und du bist meine beste Freundin. Und was mit dann komm da jetzt weg. Nein. Meine Marke, meine Waffe, alles liegt bereits im Spinn. Adams, bitte. Oder tu mir das nicht an. Ich habe bereits darüber gesprochen, dass dir mein Haus überschrieben wird, Rabe. Jetzt hör auf, so einen Scheiß zu erzählen und komm her. Das Ding ist durch. Adams, bitte. Oh, wir gehen jetzt zusammen einen trinken, Adams. Wir überlegen dann in Ruhe, wie wir die Situation klären können. Rabe? Naja. Adams, nein. Adams. Lass uns in Ruhe, Adams. Ich verbiete dir das, verdammte Scheiße. Jawohl. Adams, nein. Nein! Alter, wie schnell wir sind! Bruder! Ja, Houston, wir sind gleich am Mond. Ich weiß nicht, das ja, komm, anzumachen. Komm! Go. Komm! Nein! Ja, komm! Was lustig ist? Ja, komm! Okay, zeig mir eins, wo ich wenigstens drüber schmunzle. Ja, dann denk mal an die schwarzen Leute. Was? Wir reden von denen in dem Kampfhubschrauber. Ja, genau. Ja. Du bist ein Idiot. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ja. In die Zusammenhang. Komm, du hast geschmunzelt, gib's zu. Ja, tatsächlich ein bisschen. Ja, guck, also. Erwischt. So, 3,47. Das war ausgedacht, wenn du mir das jetzt wirklich gibst. Ja, hier. Ist Hernandez gerade duschen gegangen? Oh, schon. Hernandez, das ist nicht deine Wort. Warum rede ich überhaupt? Das ist noch nicht mal meine Bude. Ich habe das vorher nicht gesagt. Was wir vorhaben. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht, aber das, was ich hier geschrieben habe, meine ich ernst, Louis. Das ist schwer für mich. Wir haben uns diese Freundschaft mit Adams über Jahre aufgebaut, wo es damals angefangen hat. Adams ist einer hier im Staat, den ich am längsten kenne von allen Leuten. Und der von seit Tag 1 für mich ein Freund war. Und ich weiß, es ist eine Beziehung zu Grove Street. Aber wenn die dafür verantwortlich sind, dass einer meiner besten Freunde nicht mehr unter uns ist, weil die ihn in den Selbstmord getrieben haben, dann werde ich Rache nehmen, Louis. Den Weg streiten.